zusammen, hier ist wieder euer Gotti und mal wieder zu einem kompletten Training. Ja, das hat sich als recht beliebtes Format bei euch entpuppt. Ihr mögt es, mir beim Training zuzuschauen und scheint nichts Besseres zu tun zu haben. Nein, natürlich, ihr lernt dabei auch eine ganze Menge. Und das ist mal so ein authentisches Real-Training. Und deswegen erst einmal vielen Dank an die vielen, 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 vielen ausführlichen Kommentare. Was ich sehr daran schätze, ist, dass ihr kommentiert wirklich wie eine anspruchsvolle Unterhaltung und nicht einfach nur Daumen hoch, super, für den Algorithmus, sonst was. Natürlich bin ich auch glücklich über diese, das ist besser als einfach nur ein Like und ein Like ist wiederum besser als gar nichts. Das soll nicht heißen, dass ich undankbar bin, aber ich finde es klasse, dass die Mehrheit von euch auch noch so richtig lange Kommentare bringt. Also ihr habt wirklich Freude daran, euch mitzuteilen und habt hier eine Community gefunden, bei der ihr das machen könnt und das finde ich klasse. Ich lese jeden Einzelnen davon und meistens sogar direkt, wenn er ankommt und versuche auch jeden zu beantworten. Wenn das mal nicht klappen sollte, verzeiht es mir und meldet euch gerne nochmal. Habe ich direkt einen zweiten Kommentar eingesagt. Und heute gibt es dann eben Kommentare zum Beintraining. Also vielen Dank noch einmal und vor allem, dass ihr das Format so gut aufgenommen habt und so gerne einfach mir über die Schulter schaut beim Training. Heute gibt es den zweiten Beintag. Ich habe euch schon mal erklärt, ich mache zwei verschiedene immer im Wechsel. Das mache ich bei keiner anderen Muskelgruppe, das gibt es nur bei den Beinen. Und zwar deswegen, weil meine Beine sich von dem schweren Beintag erholen müssen. Das liegt zum einen daran, dass ich eine seichte Natur bin. Ich brauche einfach mehr Regeneration. Und der ganze Kanal ist ja auch ein Appell daran, dass das grundsätzlich jeden in den meisten Fällen gut tut. Aber vor allem eben zarten Gestalten wie mir. Und ganz besonders am Beintag, wenn ihr wirklich schwere Kniebeugen macht, an der Beinpresse seid oder Bulgarian Squats macht oder Ausfallschritte macht. Das sind alles so harte Übungen für Knie, für Gelenke, dass es gar nicht mal schadet, wenn ihr dann wiederum eine Woche in der nächsten Woche mal einen Isotag macht. Und so ein Isotag hat auch etwas Gutes für sich. Ihr umgeht das zentrales Nervensystem umgehen und gleichzeitig macht ihr auch mal etwas von der anderen Seite für den Muskel. Also alle zwei Wochen gibt es bei mir Leg Day 1 und alle zwei Wochen Leg Day 2. Insgesamt 4 im Monat, jede Woche einmal die Beine. Und das funktioniert für mich ganz gut. Heute also der ISO-Tag und da wird keine großen Überraschungen da drin geben, weil es alle Isolationen sind. Vorne, hinten, links, rechts, innen, außen, alles dabei. Nun ja, schauen wir mal, wie es wird und ich hoffe, es wird euch gefallen. So, da sehen wir uns schon wieder. Das hier habt ihr schon einmal gesehen beim letzten Beintraining. Diesmal gehe ich allerdings, mache ich keinen vorher Isolationsaufwärmen. Brauchte ich damals, weil ich ja dann die schweren Grundübungen gemacht habe. Jetzt fange ich mit dem Quadrizeps an, gehe zum Beinbizeps über, mache dann noch die Adduktoren, innen, Abduktoren, außen und damit habe ich alles. Man hat ein sehr schönes Pumpgefühl danach. Okay, ich personalisiere es mal. Ich habe ein sehr schönes Pumpgefühl. Meine Beine fühlen sich voll und aufgepumpt an. Und vor allem, wenn ihr das dann auch zusätzlich mental unterstützt und visualisiert. Erst pumpt ihr hier den Teil auf, wie bei so einem Schlauchboot, wo ihr verschiedene Parts aufpumpt. Danach den hinteren Teil, dann die Seite, dann innen. Und genauso fühlt es sich auch tatsächlich an. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ich muss sagen, am ISO-Tag gehe ich mit einem besseren Beingefühl nach Hause als an dem schweren Tag. Obwohl ich wiederum den priorisieren würde und nicht missen möchte, weil das ist die größte Herausforderung und mit der Herausforderung habe ich auch wirklich ja, einen gewissen Grundspaß dabei, der Challenge, der beim Bodybuilding auch für den einen oder anderen wichtig ist. Deswegen, ja, Ausfallschritte oder Beinpresse ist die Hassliebe, mache ich lieber, aber an dem Tag fühlt man sich einfach wohl. Zusätzlich kann man wirklich den Tag nutzen, das mache ich auch, ich bin dann wirklich hier und da mal mehr am Handy. Warte meine zwei, drei Minuten ab, mach die wieder. Ich habe nicht so viel Respekt und Angst, in Anführungsstrichen, vor den Übungen, weil ich weiß, hey, das wird jetzt nicht so mega anstrengend. Immer noch viel anstrengender als Arme, Schultern und auch die Brust. Aber einfach nicht so wie der andere Beintag. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Es ist einfach ein gutes Gefühl, mit dem man reingeht und auch wieder rausgeht. Und dann kann es beim nächsten Mal auch wieder richtig, richtig hart zur Sache gehen. Nun ja, ich fange jetzt an mit 20 Wiederholungen an diesem ISO-Tag. Und arbeite mich langsam vom Aufwärmen, das hatten wir schon mal beim Rückentag. Ich gehe langsam von den Aufwärmsätzen, diese 20 Wiederholungen, rüber zu steigere das Gewicht und rüber zu weniger Wiederholungen, bis ich ganz unten angelangt bin, ganz unten reinstecke und einfach mal gucken, was da passiert. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt so
sechs, sieben Sätze mache und fließend von Aufwärmen in Working Sets übergehe und dann auch wirklich wieder kein Reps in Reserve oder so, dann wird bis zum Ende gegangen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie 20 Wiederholungen brennen immer. Selbst wenn das eigentlich nur wenig Gewicht ist. Ich habe jetzt mit 50 Kilo angefangen. Ganzes Deck umfasst hier nur 105. Es gibt auch viele, die beginnen bis 135. Das sind so die gängigen. Hier leider nur bis 105. Was man machen kann, ist noch eine Kurzhantel obendrauf. Wenn ich also mal wieder fit genug mit den Beinen bin, so in ein, zwei Monaten, denke ich mal, kommt dann noch eine Kurzhantel obendrauf. Ja, jetzt habe ich 20 Wiederholungen gemacht, hätte noch 6, 7 hinterher schaffen können, war aber jetzt schon anstrengend. Und jetzt geht's hoch. Ich gehe jetzt in ungefähr 15er Schritten hoch und guck dann mal, was passiert. So, das war jetzt schon so ziemlich bis zum Ende, 16 Wiederholungen und das bei 65. Ja, mal sehen, wie viel ich schaffe, wenn ich ganz unten angekommen bin. So, ich mache die Beine sicherlich nicht für euch frei, da gibt es gar nicht so viel zu zeigen im Moment noch. Aber mich stört es, wenn ich nicht meinen dreiköpfigen Muskel hier sehe, beziehungsweise den vierköpfigen, den Quadrizeps. Denn so kann ich auch sehen, ob meine Beine gut ausgerichtet sind oder nicht. Das heißt, wenn ich ein bisschen mehr sehe, was weiß ich, die linke Seite oder die mittlere, der Teil hier in der Mitte, der spannt sich nicht so an. Das ist für mich wichtig, auch wenn es letzten Endes auch nur wieder ein Tropfen ist auf dem heißen Stein. Aber naja, ich sehe einfach ganz gerne, was passiert und was ich mache. Ich habe auch schon sehr früh Tanktops getragen, das Angeber-Shirt, um zu sehen, wie meine Schultern arbeiten und ob ich den mittleren Delta treffe. Dabei war ich damals noch ein Lauch und hatte gar keinen mittleren Delta. Am ganzen Körper nicht. Ah, jetzt wird's interessant. Oh, 80 Kilo, 13 Wiederholungen. So, ich weiß, dass die Lichtverhältnisse hier bescheiden sind. Das ist hier nämlich eine dunkle Ecke. Ich hoffe, es macht es trotzdem. So, ich bin bei 95 Kilo. Und jetzt wird es schon ernster. Aber ich hoffe, ich schaffe es noch, um im zweistelligen Bereich zu kommen. Oh.
Ihr seht, ganz wichtig bei der Übung, kontrolliert in die Spitzenkontraktion gehen. Nicht antippen und dann wieder loslassen. Auch nicht in den ersten 5 cm. Ganz kontrolliert und langsam zurück. Bei der Übung enorm wichtig. Sonst, glaube ich, bringt es einfach wenig. So, Maximum Stack ist hier aber trotzdem nur 105 Kilo. Wundert euch nicht, ein Maximum Stack kann auch 135 sein, wie gesagt. Ihr seht, ich habe gerade schon angefangen zu intensivieren. Ich habe 2 Pausensätze gemacht, also ein bisschen Verschnaufpause und dann nach einigen Sekunden weitermachen, wo man meistens nur noch 1, 2 oder 3 Wiederholungen schafft. Das mache ich jetzt nochmal und da seht ihr auch schon bei diesem Training, könnt ihr auch mal spontan nach Tagesform, nach Lust einfach ein bisschen intensivieren, weil beim Isolationstraining kann man es kaum richtig übertreiben. Klar, wenn ihr jetzt diese Pausensätze macht, danach direkt Reduktionssatz, nochmal Reduktionssatz, vielleicht irgendwann nicht, aber auch hier mal einen 100er Satz einstreuen, wo ihr einfach versucht, bis 100 Wiederholungen zu kommen. So ein bisschen wie mein Hardcore-Mio-Satz oder so. Kann auch nicht schaden. Macht so, dass ihr Spaß daran habt und was spürt. Pausenzeiten, ich habe meistens 2, 3 Minuten nur gelassen. Jetzt nach dem letzten waren es 5 Minuten ungefähr, um ein bisschen mehr Erholung zu haben. Es ist auch eine Intensivierung, wenn ihr später so ein bisschen mit der Hüfte hochgeht, nur um euch noch strecken zu können. Kann man auch machen, ist nicht falsch. Blut rein, Blut rein, Blut rein. Noch einmal. Komm schon. So, bevor das Video zu langweilig wird, wir sind jetzt auch schon durch. Jetzt mache ich noch eins mit 50 Kilo. Einfach noch viele Wiederholungen raushauen. Das werden überraschend wenig sein. Am Anfang hätte ich damit so vielleicht 30 machen können. Jetzt nicht mehr. Aber dann hat man noch einmal so richtig viel Wiederholung, weil ich mag es einfach so ein bisschen noch Blut reinzupumpen. Und dann kann man auch getrost zum Bein beugen. Da macht man im Prinzip das Gleiche. Und bei den Adduktoren und Abduktoren kann man eine abgeschwächte Form machen. Da müsst ihr jetzt nicht so viele Sätze reinknallen und intensiv oder sonst was. Dann ist das schon das Ausspannen. Also ihr seht, es geht heute easy zu. Aber man kann trotzdem Herausforderungen reinbringen. Und spüren werdet ihr es, wenn ihr es richtig macht. Oh, ist das leicht. Oh, ist das schön. Trotzdem kontrolliert. Ugh.
Oh, 17, ich will die 20 aber noch voll machen. Blut rein. 18, 19, 20. Ja, oh, schön. So, da haben wir schon mal was geleistet. Keine Separation mehr drin. Voll aufgepumpt. Ich liebe einen aufgepumpten Quadrizeps. Und jetzt geht's an den Beinbizeps. Grundsätzlich, ihr könnt es natürlich umgekehrt machen. Was ihr nicht machen könnt, ist oder solltet mit den Adduktoren, Abduktoren anfangen. Die sind tatsächlich Nebensache und werden vor allem an dem Tag, an dem ihr auch keine ISO trainiert, gut mitbearbeitet. Ihr solltet schon Wert legen, priorisieren die großen Muskeln und das sind einfach Quadrizeps und dann eben der Beinbeuger und dann wird es auch. So, jetzt machen wir nochmal ungefähr das Gleiche. Ja, das fühlt sich schön an. So, hier gehen wir auch wieder von den Aufwärmsätzen. Also 20 Wiederholungen ungefähr über ins richtige Training. So, hier geht es jetzt bei mir nur in 10er Schritten hoch. Ich habe gerade nur 18 geschafft, bin also schon an die Grenze gekommen. Seht ihr euch wundern? Sollte doch ein Aufwärmsatz sein. So, wenn ihr über 15 Wiederholungen kommt, dann macht es auch nicht so viel aus, wenn ihr direkt bis zum Muskelversagen geht. Jetzt bin ich gut aufgepumpt dafür und jetzt wird es sicherlich rapide nach unten gehen. Aber hier geht es auch nur bis 85 Kilo max und bis dahin werde ich glaube ich eh nicht kommen, wenn ich nicht unter 6 Wiederholungen landen möchte. Ihr seht, nur noch 11 Wiederholungen, aber das hört ihr auch von jedem Einzelnen da draußen. Beinbizeps kann man immer mehr brauchen, der ist einfach nicht so stark wie der Quadrizeps. Bei mir ist das Ungleichgewicht sicherlich noch ein Stück stärker, aber nicht umsonst geht die Maschine auch nicht ganz so hoch vom Gewicht wie die für den Quadrizeps zum Strecken. Nun ja, noch ein Tipp hierbei, versucht mal die Bauchmuskeln dabei anzuspannen, richtig stark anspannen. Da werdet ihr merken, dass ihr dadurch die Hüfte nicht ganz so sehr nach oben klappt, die Wirbelsäule in eine ungünstige Position bringt. Einfach Bauchmuskeln anspannen, das reicht schon. Und dann habt ihr auch ein ganz gutes Gefühl daran. Wieso habe ich hier einen Hubbel? So, wir sind bei deprimierenden 60 Kilo. Auch hier gilt es, versucht es sehr kontrolliert zu machen. Oben nicht wippen, halten kurz, langsam runter. Das war's schon. 6 Wiederholungen, darunter will ich nicht gehen. Puh, jetzt werde ich nochmal 10 Kilo runtergehen, damit ich nochmal so um die 6, 7, 8 Wiederholungen mache.
Dann gehe ich bedeutend runter, mache nochmal 20 Wiederholungen. Ihr seht, das waren 2-3 Sätze weniger als beim Quadrizeps. Das Ding ist, ihr werdet vielleicht denken, oh, gerade wenn der schwächer ist, müssen wir das doch ausgleichen. Wir müssen noch mindestens genauso viel Volumen reinhauen wie für den Quadrizeps. Ist natürlich nicht richtig, weil der Muskel kleiner ist, schwächer ist, also nicht ganz so ausgeformt wie der Quadrizeps, kann er auch nur weniger vertragen. Und ihr setzt trotzdem einen Reiz. Es geht immer nur darum, einen Reiz zu setzen. Denkt daran. Habt ihr den Reiz gesetzt, egal ob mit 2 Sätzen, 6 Sätzen oder 10 Sätzen, dann wird er wachsen. Und für euch natürlich umso besser, wenn ihr es mit weniger Sätzen machen könnt. Also dieses ganze, ach scheiße, dann bin ich doch nur so wenig im Fitnessstudio. Wenn es die Lösung gäbe, mit nur einem Satz einen Reiz zu setzen, sollte man sich freuen. Wenn ihr euch darüber nicht freut, seid ihr vielleicht falsch bei dem Sport, weil ihr es gerne mögt, im Gym abzuhängen und zu trainieren, aber nicht unbedingt erfolgsorientiert trainiert. Dann ist es vielleicht weniger Bodybuilding und mehr Freizeit abhängen im Gym. Von der dunklen Ecke in die etwas dunklere Ecke hier. Und jetzt kommt schon der entspannte Teil. Das waren die großen Muskeln und selbst das war easy. Wie gesagt, an dem Tag geht es mal entspannt an. Trotzdem könnt ihr es reizen. Und jetzt kommen noch 3 Sätze für die Adduktoren. Hier habe ich schon mal den Tipp gegeben, nicht übertreiben damit. 3 Sätze für die Abduktoren. Bisschen Waden noch hinterher. Warme Dusche, gut ist. Das ist der ISO-Tag und fühlt sich jetzt schon richtig gut an. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass heute könnte ein sehr langweiliges Training sein. Ich hoffe, das ist nicht so. Falls doch, schreibt es in die Kommentare. Falls es nicht langweilig ist, schreibt es in die Kommentare. Jetzt. Wenn ihr schon beim Tippen seid, muss ich mich eigentlich mal wieder rasieren. Ich habe so einen Wildlook. Muss nicht sein, oder? Jetzt habe ich da draußen nur Männer, die das jetzt beurteilen werden. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Frau, die was dazu zu sagen hat. Wildlook, ja, oder ein bisschen zu wild. Dabei habe ich doch so ein hübsches Gesicht. Krass bin.
übertreibt es nicht mit der Dehnung, aus der ihr dann in die Kontraktion geht. Es ist zwar gut, wenn man so ein bisschen pleometrisch trainiert und aus der Dehnung raus, aber wenn ihr richtig in die Dehnung reingeht und es schmerzt schon und dann müsst ihr voll kontrahieren und aus der Dehnung wieder raus, glaubt mir, das, was ihr in den nächsten 3 Tagen spürt, hat nichts unbedingt mit progressiven Muskelkater zu tun. Das kommt hauptsächlich davon. Dann bleibt lieber in der Komfortzone. Wenn ihr aber zu ungedehnt seid und da das Gefühl habt, da müsstet ihr was tun, macht das nicht beim Training, macht das nach dem Training beziehungsweise an den ganzen trainingsfreien Tagen, die danach kommen für die Beine. Dann könnt ihr dehnen, wie ihr wild seid und beim nächsten Mal kommt ihr dann 2 Zentimeter weiter. Aber jetzt nicht. Im ersten Satz ist mein innerer Teil Adduktoren schon so aufgepumpt. Versucht auch hier nicht so stark immer die Dinge aneinander zu klacken, machen unheimlich viele. Umso langsamer ihr da reinkommt, desto eher wisst ihr, dass ihr die positive und auch die negative Phase optimal nutzt und einleitet und ausleitet. Und da nicht einfach so ein langes, so ein lautes Klacken und dann wieder wippen oder so. Und wie gesagt, nicht zu stark in die Dehnung. Das ist so euer Radius. Und ja, sollte reichen. Ihr müsst nicht noch mit den Händen nachhelfen. Intensivwiederholung brauchen wir hier nicht. Letzter Satz. Jetzt wurde es schon ernst. Auf 8 Wiederholungen runter und gut ist, Abduktoren. Maximal. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, auch wenn ihr es nicht seht. Das ist mir sehr wichtig. So, schön weit genug nach vorne rutschen. Rücken gerade. Gerne auch ein bisschen ins Hohlkreuz. Und Gas geben. Kurz halten in der Spitzenkontraktion, nicht wippen. Langsam und kontrolliert zurück. Noch 2 Minuten Pause. Bin ja auch gut bei 8 Wiederholungen. So, jetzt habe ich mal endlich eine etwas dunklere Ecke hier gefunden. Jetzt nur noch ein bisschen treten. Da gehe ich ganz nach Gefühl
und mache meistens Dropsätze. Also werdet ihr jetzt auch sehen, ich fange schwer an. Scheut euch nicht vor schwerem Wadentraining. Die Waden halten einiges aus, wenn es um die Wiederholung geht, weil ihr die mit tausend von Wiederholungen am Tag trainiert, wenn sie einfach ein bisschen Dauertonus haben. Durchgehen, stehen, aufstehen und so weiter. Und deswegen sind die wahrscheinlich die Muskeln, die so mit am meisten an eurem Körper abkönnen, wenn es um viele Wiederholungen geht. Also nochmal, viele Wiederholungen muss nicht sein. Viele haben aber auch damit guten Erfolg. Also Waden kennt ihr, da gibt es eigentlich wenig Richtlinien. Aber scheut euch nicht davor, auch hier normal zu trainieren. 6, 8, 10 Wiederholungen und so weiter. Weil sie so viel abkönnen, gibt es jetzt ein bisschen Dropsatz. Allerdings auch, weil ich persönlich da ein bisschen faul bin. Und hier nochmal ein Appell. Wenn ich euch jetzt sage, Waden trainiere ich auch mal nicht und sehe das ein bisschen lockerer, dann liegt das daran, dass ich mich nun mal dem A, Bodybuilding und B, Lifestyle Bodybuilding widme. Heißt aber nicht das Faulenz Bodybuilding. Ihr seht, wie meine Trainingseinheiten aussehen, auch wenn ich schon lockerer nehme. Und man sieht es ja letzten Endes auch, wie ich aussehe. Das geht für viele über Lifestyle hinaus. Aber es gibt Muskelpartien, die spare ich eben hier und da mal so aus. Auch die Waden. Will ich mal meine Waden für innerhalb von 8 Wochen auf Vordermann bringen? Gut, kann man es machen. Aber tatsächlich bin ich oft zu faul. Das ist aber eine ganz persönliche Entscheidung, wo ich mir einfach denke, muss ich für mich nicht haben. Deswegen gehöre ich nicht mehr und nicht weniger zu irgendwelchen Bodybuilding-Elite-Kreisen. Solltet ihr da draußen natürlich auf die Bühne gehen wollen, dann ist das was anderes. Dann braucht ihr das. Aber solltet ihr das nur für euch machen, überlegt es euch. Ist auch nicht ungesund, wenn man dann Waden hat, die schlechter trainiert sind. Was ungesund sein kann, ist, wenn die Bauchmuskeln nicht so trainiert sind, aber der restliche Oberkörper oder der untere Rücken nicht mithalten kann. Aber nicht bei den Waden. Nun gut, 75 Kilo drauf. Was ich mache, das werdet ihr gleich sehen. Ich lasse meine Beine nicht gerade dabei und gehe nur zurück. Ihr solltet immer ein bisschen in die Dehnung gehen. Achillessehne muss ein bisschen ziehen, aber nicht zu stark. Auch das pliometrisches Training. Aber ich knicke dabei meine Beine ein bisschen ein, denn dadurch habe ich das Gefühl, mehr Dauertonus, durchgehenden Tonus auf die Waden zu bekommen. Naja, vielleicht sieht man es ja da. Ihr seht, jetzt ein bisschen einknicken. Ganz durchstrecken wichtig. Also nicht halbieren, dafür seid ihr zu kräftig da. Allein das hier kann schon theoretisch ewig dauern. Gerne könnt ihr ein bisschen variieren, wie es sich gut anfühlt. Ob ihr die Fußspitzen mehr zusammen zeigen lässt oder auseinander. Ist auch keine große Wissenschaft hinter. Ja, es kann unterschiedliche Teile betonen. Nein, es gibt hier auch keinen Muss. Und ihr werdet es nicht richtig sehen. Macht so, dass ihr viel in den Waden spürt. So, ich werde euch jetzt nicht weiter langweilen. Davon mache ich jetzt noch einen Dropsatz. Und das war dann auch mein Training. Das ist der ISO-Beintag. Bevor ihr ihn einfach irgendwie abtut, probiert ihn einmal aus. Das wäre eure Hausaufgabe. Probiert mal so einen ISO-Tag aus. Setzt da so viel Dampf hinter, dass ihr euch gut damit fühlt. Und sagt mir, wie ihr euch beim Training und auch nach dem Training gefühlt habt. Habt ihr das ähnlich wie ich, dass ihr wirklich volle Beine fühlt und dass es sich gut anfühlt und ihr nicht die Treppe runter humpelt, wie sonst nach dem Beintraining, wo man sich mehr damaged anfühlt, mehr wirklich als hätte man sich zerstört durch Kniebeugen oder sonst was.
Ist das bei euch auch so? Wie fühlte sich der Tag an? Habt keine Angst, auch wenn ihr ein reguläres Beintraining habt. Ihr könnt mal zwischendurch ein Experiment wagen und das einmal ausprobieren. Also, tut mir und euch den Gefallen. Probiert mal diesen ISO-Tag aus und schreibt mir bitte, wie er euch gefallen hat. Nächstes Beintraining, ein ISO-Tag. Ihr werdet schon keine Masse verlieren. Und dann bin ich sehr gespannt, wie ihr das empfindet. Vielleicht ist es bei euch auch ganz anders. Nun ja, der nächste ist wieder richtig hart und darauf freue ich mich auch tatsächlich. In einer Woche geht es wieder los. Den Tag 1 habt ihr gesehen. Seht ihr auch nochmal da oben. Und ja, das war's dann von mir. Wenn euch das gefallen hat, Daumen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Und dann gibt es eine ordentliche Brusteinheit. Und dann haben wir den Deckel erstmal draufgesetzt. Dann haben wir jede Einheit einmal durch. Wünsche für weitere Einheiten, reiner Armtag oder sonst etwas, andere Kombinationen, bitte unten. Naja, durchstöbert den Kanal. Da findet ihr noch viele tolle Videos, bin ich mir ziemlich sicher. Abonniert, damit ihr auch in Zukunft keine verpasst. Ich wünsche euch was. Bis bald, euer Gotti.